Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter, nachdem der letzte Part noch mehr Fails in petto hatte als überhaupt sonstiges. Keine Ahnung, bescheuerte Strategie gefahren, Pech gehabt, schlimmer kann's nicht kommen. Naja, und wir beginnen den heutigen Part nicht mit Beschwören oder ähnliches, sondern es gibt wieder Infos. Denn, abgesehen, dass hier nochmal über Spezialquests geredet wird. Ach so, die Spezialquests, die wir gesehen haben, die alle drei Sterne bedeuten. Stand hier eigentlich auch noch was Neues bei den... Wie heißt das jetzt? Bei dem April-Update. Aber komischerweise haben sie das wohl wieder rausgenommen oder muss ich hier draufklicken? Ah ne! Ich musste hier draufklicken. Sie werden nämlich die Spielmechaniken nochmal anpassen. Wir können dann am Anfang nämlich mit unseren Figuren die Plätze tauschen. Also was mich ja ganz oft so geärgert hat, so oh, okay, jetzt gehen die ersten Runden dafür drauf, dass unsere Charaktere an so einem blöden Platz stehen, dass wir sie hin und her schieben müssen, bevor wir wirklich kämpfen können, während der Gegner angreift. Das haben sie jetzt geändert und werden das so implementieren, dass wir das direkt ohne irgendwelche Runden verschwenden zu müssen, dann machen können. Also bevor der Kampf überhaupt losgeht. Super nice. Dann gibt es Erfahrungsanstieg gegen schwache Gegner. Das wollten die ja sowieso machen. Und jetzt kommt aber noch die Info dazu, dass je nachdem, ob wir ein Stern oder vier Sternhelden haben, dass sich das dann anpasst und wir bei weniger Sternen auf dem Helden noch mehr EP bekommen werden. Und die maximale Energie, weil wir haben ja nur 50 und die sind relativ schnell, wenn wir die späteren Missionen machen und eigentlich jetzt schon. Wir haben einmal alle 5 hintereinander gemacht und sind fast runter. Später brauchen wir auf jeden Fall schon bei dem 9. Kapitel einen Energietrank, um alle zu schaffen. Ja, und da ist ganz nice zu sehen, dass die erhöht werden. Und das zeigt auf jeden Fall wieder, dass sich die Macher dieses Spiels mit Nintendo so zusammensetzen und voll und ganz auf die Community hören. Also, ich habe zwar jetzt noch nicht drüber nachgedacht, dass ich mich wegen dem Plätzetauschen mal beschwere oder mich dazu äußere, aber jetzt, wo ich dann gesehen habe, dass dieses Feature kommt, kam mir sogar noch glasklar vor, so ja natürlich, das ist doch nur schlau, das so zu machen, weil... ich schiebe ja meine Charaktere manchmal anfangs auch rum. Und dass wir zu wenig Energie haben, ist ja sowieso eine alte Geschichte. Und dass das mit den XP halt total bescheuert ist, ist ja auch schon mal immer so eine Sache gewesen, wo ich mich zu geäußert habe. Ja, wir stürzen uns jetzt ins Kapitel 8. Sonst haben wir nämlich nicht viel anderes zu tun. Es gibt keine neuen Spezialquests, es gibt doch keine Herausforderungen und Arena, nachdem wir letztes Mal so baden gegangen sind, lasse ich das erstmal wieder bleiben. Und dann geht's einfach weiter mit der Story. Kapitel 8. Robin! Seid gegrüßt, Fremde! Sagt mir, wer seid ihr? Die Wächter von Aska? Ihr kommt aus einer anderen Welt? Das erscheint mir aber sehr verdächtig. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht erlauben, weiterzugehen. Ich wünschte, Chrom wäre hier, mich im Kampf gegen euch zu unterstützen, aber... Oh, Taya? Wo kommst du denn plötzlich her? Bist du mir wieder heimlich gefolgt? Aber das spielt im Moment keine Rolle. Du kannst mir helfen, diese Fremden hier aufzuhalten. Ja gut, zwei Miese und... ein Lanzenritter, auf die habe ich immer richtig viel Lust und ich sehe, der hat auch noch Verlegung drauf. Aber solange hier keiner mit Gnadenflügel den Abdampfer macht und mich aus dem Hinterhalt verprügelt, bin ich, glaube ich, cool damit. Ach, der Lanzenritter ist ja relativ harmlos, den haben wir fast direkt niedergetreten. Ja, okay, bei dem Levelunterschied von 7 ist das auch keine Verwunderung, aber ich mache es mir jetzt auch mal ein bisschen einfach. Play it safe und so. Den Awakening sind echt sehr, sehr viele coole Charaktere, beziehungsweise Charaktere, die ich auch so ganz interessant finde.
Ich denke, das wird auf jeden Fall mein erstes Fire Emblem für Nintendo 3DS. Das ich leider nicht aufnehmen kann, weil diese Aufnahmesoftware so teuer ist. Beziehungsweise wenn, ich würde nicht mein Haupt-DS präparieren lassen, sondern würde mir gleich wieder einen neuen kaufen. Das heißt also nochmal einen neuen DS kaufen, plus die Software, plus den Umbau und das ganze Zeug. Denn ja, ganz bestimmt wird mich keine andere Firma, wie zum Beispiel Nintendo, die die Dinger ja auch rausgeben an ausgewählte Leute, unterstützen. Also muss ich es auf dem Weg machen, wenn ich irgendwann mal 3DS aufnehmen möchte. Aber ja, das kommt irgendwann. Steht lange in den Sternen. Ihr habt mich und meine Strategie überlistet? Unglaublich. Euer Taktiker muss wirklich gut sein. Ha, sei froh, dass du das Fiasko im letzten Part nicht gesehen hast. Aber ich kenne noch andere Strategien, die euch zu Fall bringen werden. Und noch mehr Verbündete, die euch aufhalten können. Scheint so, abgesehen davon, dass Robin selber auch nicht so unnütz ist wie ich, scheint er aber eine ähnliche Position wie ich zu haben. Und Mann, wir haben so viele Energietränke. Auf dem Account stapeln die sich richtig, weil wir die Story ja nicht einfach weiterspielen, wenn wir nicht aufnehmen. So, Aiden. Schnell den Magier weg. Ja, und wie machen wir das mit dem Rest? Ja, gehst du einfach hier oben an. Lang, Ephraim. Schön. Der Bogenschütze kommt doch schon direkt auf uns zu. Ach so, er den ersten Schlag haben. Mir doch egal. Okay, was passiert, wenn du es wagst, die Kleine anzugreifen? Wir haben sowieso keinen besseren Helm, der da anderweitig jetzt Schaden anrichten könnte. Ach, aber gut, Jakob hat das im Griff. Arme Drachen-Novi. Hä? Ist der Bogenschütze gar nicht zu uns hochgekommen? Okay, Ephraim, du kampierst jetzt da ganz, ganz langweilig. Und der Bogenschütze will lieber an Olivia ran. Ja gut, jedem das seine. Kann sich schon mal Platz machen. Eddie braucht da unten bestimmt keine Unterstützung. Und Henry kann den Abgang machen. Und tschüss. So, der altbekannte Fehler. Ich sag schon nichts mehr dazu. Spiel einfach weiter. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viele Sekunden wir verloren haben oder vielleicht sogar Minuten. Aber na, es ist wie es ist. Und es sind nur noch wenige Tage, dann gibt es Gehalt. Und dann noch weniger Tage, dann wird die Festplatte hoffentlich hier eintrudeln. Ich habe zwar mittlerweile eine, auf der ich dann ein bisschen besser aufnehmen kann. Und statt 2 Folgen schon mal 4 Folgen draufpassen. Aber da ich gerade so staffelmäßig ganz viele hintereinander aufnehme, hat er jetzt bei der 4. Folge wieder den Geist aufgegeben. Aber wie vorhin schon gesagt, was soll's. Passiert halt. Ist jetzt wieder blöd, dass wir so beritten mit Aldi hier oben lang müssen. Aber damit können wir auch leben. So, wir mal ein bisschen vorschicken. Unsere Gegner rühren sich auch nicht, weil wir noch nirgendwo ihren Gefahrenbereich betreten haben. Da habe ich mittlerweile jetzt auch gelernt, dass das immer die Gefahrenzone ist, die aktiviert, dass die Charaktere bzw. die Gegner sich auch mal die Mühe machen, uns anzugreifen. Let's go. So, jetzt geht's auf jeden Fall definitiv in die Gefahrenzone. Ist nur die Frage, wo wir uns platzieren. Alright. So. Aber gut, Vivian kann auf Aiden nichts ausrichten.
Und wir haben den Berittenen angelockt. Berittenen, den Beflügelten. Sind wir den auch schon mal los? Der geht auch mit einem Hit down, dann können wir auch ruhig den Nachteil gegen Blau riskieren. So. Ja, Jakob, ich glaube, du kommst nicht mehr zu viel. Armer William. Das hat doch schon beim ersten Mal nicht hingehauen. So, und nice. Jetzt können wir uns um den blöden Axtritter kümmern. Oh, darauf habe ich gehofft, dass Ephraim Zelcher auch noch vom Himmel hauen kann, auch wenn er im Nachteil steht. Aber ja, das funktioniert wunderbar. So, und du kannst jetzt auch mal versuchen, zu Virion hochzulaufen. So oder so wirst du von ihm angegriffen. Gegenseitige Hilfe. Ich hätte eigentlich überlegen können, ob ich eventuell mal mit ihm jemand anderen rette. Blöd gemacht. Damit hätte ich wahrscheinlich auch in der Arena das Fiasko verhindern können. Ich muss mir echt mehr Zeit nehmen und mir genauer angucken, was ich eigentlich mache. Da steht alles so schön bei. Mehr kann man mir doch nicht präsentieren, dass ich, also wie ich am besten spiele. Das Spiel gibt ja viele Hilfen. Wir können von vornherein gucken, was passieren wird, kriegen sogar Warnzeichen, wenn wir da im Inbegriff sind, einen sehr dummen Zug zu machen. Wir haben doch Zeit, Kyoko. Also warum die Eile? Warum der Stress? Komm, versuchen wir mal, ob Jakob den Sprung noch schafft darüber. Ja! Tschüss, William! Ein bisschen Zeit gespart, indem wir nicht noch eine Runde warten müssen. So. Ach ja, und zurzeit ist auf YouTube bzw. Twitch gerade ein bisschen sorgenzeuglos, um so ein paar Sachen zu labern, die so im Alltag, jetzt kommt das wieder mit dem Charaktere zurechtstellen, mit denen ich mich natürlich befasse, da ich eventuell auch anfangen wollte mit Stream, nämlich dass irgendwie Peetsmeet scheinbar einen 24-Stunden-Stream haben. Also ich kenne mich da nicht aus, weil ich die nicht gucke und das ganze Universum um die so an mir vorbeizieht. Aber ja, die haben wohl einen 24-Stunden-Stream und der geht jetzt wohl als Rundfunkangebot. Und dementsprechend sollen sie sich dafür eine Sendelizenz holen. Das ist ja ansonsten, glaube ich, keine Überraschung. Also als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, ja. Das ist dann eben so, weil die Rocket Beans, die mussten das ja auch schon machen und Peetsmeet nennt den Twitch-Kanal sogar dann auch Peetsmeet TV, also selbst wenn ich Laie wäre, wäre ich dann darauf gekommen, mir das mal anzugucken, um dann zu beanstanden, dass die eine Lizenz brauchen und ansonsten ein illegales Rundfunkangebot in die Welt rausziehen. Naja, aber sie haben nochmal zusätzlich den Hinweis bekommen, dass ihr normaler Livestream-Kanal, der eben random mal online geht. Oh Mann. Lucina, du bist ganz schön determined gewesen, also bestrebt. Manchmal fallen mir nur die englischen Wörter ein, das ist richtig lästig. Sorry. Aber naja, dass ihr random Livestream-Account auch so eine Lizenz brauchen könnte. Und natürlich, wie es so ist, man macht so ein Infovideo und sagt, ja, vielleicht ist da was Großes im Kommen, beziehungsweise vielleicht kriegen wir jetzt alle Probleme und müssen uns da auf was gefasst machen. Als Warnung finde ich das natürlich super, aber das lässt jetzt irgendwie sehr viel Raum für Spekulation. Und wie es dann natürlich auch war, viele haben sich angefangen zu fragen, heißt das jetzt,
Jeder Streamer braucht jetzt diese Lizenz, weil angeblich, wenn man potenziell in der Lage wäre, ist zum Beispiel ein Punkt, was dich dann als Rundfunkangebot qualifiziert, dass man potenziell bis zu oder potenziell überhaupt 500 Leute erreichen kann. Und sowohl mit Twitch als auch mit YouTube ist das ja der Fall. Weil potenziell, wie viele Leute sind auf den Seiten angemeldet und könnten da draufklicken. Natürlich erreichen viele niemals diese Zahlen, aber dennoch, es ist einfach festgeschrieben und damit sind eben fast alle Kanäle betroffen. Was natürlich Grund zur Sorge ist. Ich erzähle das, glaube ich, noch mal ganz kurz zu Ende, weil sonst komme ich durcheinander, wenn wir unterbrechen und wieder, ne? Und ja, aber dennoch, es sind so viele Leute, die streamen und so viele, die das dann machen müssten. Und die haben bei der Landesmedienanstalt auch schon geschrieben, dass sie wissen, ihre Gesetze sind nicht mehr zeitgemäß und sie wollen daran arbeiten, dass ich jetzt nicht direkt in Panik verfallen bin und mir dachte, oh mein Gott, wenn ich irgendwann streamen will, dann kann ich das nicht machen, weil ich brauche vielleicht eine Lizenz, sondern nein, wird wahrscheinlich alles cool bleiben. Ich, kleiner Fisch, werde wahrscheinlich sowieso niemals in den Radar kommen, aber selbst so Leute wie Fang Royal, Emero, Holly, viele Leute, die eben streamen und schon mehr Leute erreichen, über die 500 und auch in den Tausendern, je nach Spiel, die werden sich auch wahrscheinlich keine direkten Sorgen machen müssen, weil die Landesmedienanstalt eher darauf erpicht ist, die Gesetze anzugleichen, damit eben nur noch wahrscheinlich Programme bzw. Streamer erwischt werden, die 24/7 eben streamen. Und PietSmiet macht es ja dann auch ähnlich wie Fernsehen. Die zeigen ja nur alte Let's Plays auf dem Kanal. Also, dass dann schon solche Angebote erfasst werden, aber nicht die, die tatsächlich ganz normal halt für ein paar Stunden mal hier und da streamen. Also, dass die alle unbeeinflusst davon bleiben. Also, ich denke mal, darauf werden sie hinarbeiten. Ansonsten wäre es nämlich auch nicht im Interesse, weil Twitch verdient ja mit unseren Streamern hier in Deutschland. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich nicht zulassen, dass die Streamer aufhören, nur weil sie einen Haufen Geld in so eine blöde Lizenz hauen sollen. Ne, also, das wird wahrscheinlich dann in Klage enden, die gegen Twitch erstmal gehen, weil Twitch sich natürlich für die Streamer einsetzt und wahrscheinlich dann auf Geschäftsschädigung plädieren wird, weil wie gesagt, wenn die ganzen Streamer aufhören würden, und die haben ja auch das Subscription-System, womit dann Twitch und die Partner halt Profit bekommen. Und das fällt ja weg, wenn die Streamer aufhören müssen und so weiter und so fort. Und naja, ich denke mal, bevor sich die Landesmedienanstalten mit Twitch anlegen und wo Twitch ja jetzt auch noch Amazon im Hintergrund hat, nee, da werden sie das schon ändern. Also vielleicht hat der ein oder andere davon auch schon mitbekommen und sich so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe jetzt bei anderen Let's Playern teilweise, wenn die über das Thema geredet haben, auch schon so ein bisschen Endzeit-Szenario gehört, so von wegen, ja, könnte das jetzt das Ende bedeuten? Wo ich mir denke, so Leute, macht euch nicht so einen großen Kopf, malt nicht gleich den Teufel an die Wand, chillt mal, guckt doch einfach, was passiert. Okay, aber jetzt zu der Story. Robin hat mich darüber informiert, dass ihr Wächter von Asuka schwer zu bändigen seid. Euer Taktiker soll auch klug sein. Ja, das sagt man sich. Ich weiß nicht wo, aber das soll man sich so sagen. Was ein großes Lob von Robin bedeutet. Ah, Kira, nicht wahr? Allerdings habt ihr gegen mich keine Chance, ob mit oder ohne die Hilfe meines Vaters. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Ja, ich habe ja schon in der Arena immer Schiss, wenn ich Lucina sehe. Und das auch einfach, weil es stimmt. Sie hat auf jeden Fall Ahnung, wie man kämpft. Und auf dem einen Account habe ich sie ja auch. Und sie ist wirklich einer der Gegner, wo ich mir, beziehungsweise einer meiner Helden, wo ich mir denke, meine Gegner haben auf jeden Fall gelitten. Ich habe ihr mittlerweile auch noch mal ein paar zusätzliche Fähigkeiten verpasst, die sie einfach noch ekeliger machen. Sodass sie echt mit so ziemlich dreckigen Methoden auf die Gegner losgehen kann. Abgesehen davon, dass sie sich auch alle paar Runden noch selber heilt. Genauso wie Jakob das macht.
Okay, sie kam mir... Ich wollte gerade sagen, sie kam mir im letzten Kampf ein bisschen mieser vor, aber sie hat hier diese miese Konter auch nochmal. Was ist denn das genau? Nee. Ich glaube, du... Ist das deine Geschwindigkeit? Ja, das wird wahrscheinlich deine Geschwindigkeit sein. Wir haben nur 15, du hast 20. Mies. Okay, erwischen wir... Ja, wir erwischen zumindest den da oben. Okay, dann... Tschüss, Lucina. Wir kriegen zum Glück keinen Schaden mehr von ihr. Den Axtkämpfer da oben haben wir auch noch gut mit runtergezogen. Gott, wenn wir damit Reinhardt mit seiner Attacke die anderen Leute treffen. Wie schön das wird, wenn er stark genug ist. Okay, Gaius kriegen wir auch nicht sofort platt. Aber zumindest können wir dann mit Jakob direkt dahinter ziehen. Und sind den auch los. So, und dann ist die einzige Gefahr, also die richtige Gefahr, Lucina, die ist ja schon weg. Robin hält im Nahkampf nicht so viel aus, der ist eher so der Fernkämpfer. Und ja, der Axtkämpfer kriegt jetzt leider wieder Energie. Oh, schön, Konter. Danke, Robin, dass wir nächste Runde freie Bahn haben. Ja, auch wenn wir im Nachteil sind. Das machst du noch mal ganz schnell. Die Troubadour, die gehen ja immer runter, beziehungsweise down, wie irgendwelche Papiermännchen. Alles kein Problem. Die Giftklinge, was die noch mal zusätzlich alles klar macht. Ja, eine schöne Fähigkeit. Dafür bin ich immer noch wieder zufriedengestellt, dass wir am Anfang so viele Mettis gezogen haben, dass es nicht mehr feierlich war. Wartet mal, ihr habt für uns gekämpft, um uns zu befreien? Aber natürlich, ich verstehe. Wie konnten wir uns nur so irren? Ja, ihr habt euch nicht mal die Zeit genommen, mit mir zu reden. Was sagt ihr? Ihr seid auf der Suche nach eurem Freund, einem Lanzenkrieger namens Zacharias? Es tut mir leid, aber ich habe noch nie von ihm gehört. Ich weiß, vermutlich am besten von allen, wie schmerzvoll der Verlust dieses geschätzten Freundes für euch sein muss. Ich hoffe von Herzen, dass ihr bald wieder mit Zacharias vereint werdet. Nach all der Mühe immer noch kein Zeichen von ihm. Wo bist du, Zacharias? Wo nur? Er hat mir alles beigebracht, was ich über Lanzen weiß. Ich hoffte wirklich, ihm zeigen zu können, wie gut ich im Umgang mit der Lanze geworden bin. Aber egal, wie viele Kämpfe ich auch bestreite und wie oft ich nach ihm Ausschau halte, ich werde ihn wohl niemals wiedersehen, oder? Hört auf zu jammern. Sharina, hör auf, wenn, heißt das wenn dann. Ansonsten hätte sie noch Alfie dazusetzen müssen. Wir sind hier auf einer Mission und ich lasse es nicht zu, dass ihr euch benehmt wie ein Kind. Entschuldigung. Kommandantin, obwohl, nee, sie ist ja höher gestellt, deswegen wird sie mit ihr angesprochen und, ah, ja, okay, okay, ich habe schon geblickt. Und auch ihr, Alphonse, jetzt setzt eine fröhlichere Miene auf. Oh, ist das gemein. Was würde Zacharias sagen, wenn ihr euch so sehe? Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwie verschwinden würde, sei es, weil ich das selber will oder weil mir das zugestoßen ist und ich kriege irgendwie mit, dass meine Freunde die ganze Zeit dauergrinsen und super happy unterwegs sind, wäre ich ziemlich getroffen, weil ich das Gefühl bekomme, hey, ich bin weg, tut euch das gar nicht irgendwie weh, macht euch das gar nicht traurig. Aber naja, vielleicht bin das nur ich. Aber vielleicht würde es euch ja genauso gehen. Entschuldigt, Kommandantin. Abgesehen davon, wenn schon jemand tot unglücklich sein muss, dann doch wohl ich. Hallo? Wenn, dann wäre ich das. Ich bin in einer fremden Welt, kümmere mich jetzt um eure Aufgaben, weiß nicht, ob ich jemals wieder zurückkomme und bin täglich dem ausgesetzt, dass ich mein Leben verlieren könnte. Ich bin schließlich die befehlsgebende Kommandantin. Ich war für Zacharias verantwortlich.
Ja, wenn, dann ist das vielleicht, dass du dich selber ein bisschen fertig machst, weil du eine Einheit verloren hast, aber doch nicht, weil du einen Herzensfreund verloren hast, also Anna. Sollte er tot sein, so werde ich den Schmerz tragen. Ja gut, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Natürlich nicht, wir wissen ja schon, dass Zacharias lebt, aber dennoch, ja? Immerhin, wenn er tot wäre, dann tut dir das wenigstens leid. Ich brauche eure Konzentration allein auf unseren Kampf gerichtet. Wir lassen Zacharias nicht zurück, aber wir müssen uns auf die direkte Bedrohung vor uns konzentrieren. Prinzessin Veronica, sie plant mit Sicherheit in dieser Sekunde ihre nächste Missetat. Lasst uns nach Hause zurückgehen. Und so kehren wir nach Hause zurück. Und haben jetzt das letzte Kapitel vor uns. Ich denke, im nächsten Part gehen wir das auf jeden Fall an. Sind auch dann schon bei Stufe 20 und sind dann im Nachhinein, glaube ich, sogar in einem ganz guten Rahmen. Warte, wie viele Level sind wir angestiegen? Von 17? Ja, das sind so 4. Also könnte man grob rechnen, die letzte Mission wird dann wahrscheinlich so bei Level 24, 25 sein. Ja, dann sind wir im guten Rahmen. Müssen nur aufpassen, weil Olivia noch so schwach ist, dass sie nicht mit drauf geht. Oder? Was soll's. Kurz auf 20, dann müssen wir uns darüber auch keine Sorgen machen. Nein, nicht 26, einfach nur 20. Boah, es hat auch schon wieder so viele Fragmente gezogen. Aber naja, wir haben sie ja und Fragmente kommen immer relativ schnell rein. Okay, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr Spaß hattet und im nächsten Part werden wir die Story endlich vollkommen beenden und können die nächsten Parts darauf ein bisschen freier entscheiden, was wir machen. Beziehungsweise werde ich nicht mehr daran, also dieses Let's Play nicht mehr linear halten und dementsprechend nummerieren, sondern das einfach alles so ein bisschen offener halten. Aber na, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr Spaß hattet und dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.